Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mage zusammen mit dem Clemmy Boy. Mage, hallo, wie geht's? Super, wie geht's dir? Gut, auch gut. Ich logge gerade ein auf den Server. Das wird auf jeden Fall super lang. Ich bin drauf. Es ist Tag. Echt? Ja. Bei mir ist noch ein Tipp eingeblendet. Ah, wir sollten uns vielleicht direkt auch. Alter, es donnert. Ich bin gestorben. Was, warum? Lol, du bist von einem Blitz erschlagen worden. Echt jetzt? Du bist Sinus was struck by lightning. Ich bin auf den Server gejoint und instant gestorben. Darf ich respawn schon, oder? Ja, klar, natürlich. Aber du hast 10 Minuten weniger Zeit, was in der ersten Woche sowieso egal ist, aber sowieso nicht. Also die zwei. Ja. Hey, lol! Lol, hier ist ein Magier! Hier ist ein Blitzmagier! Hilfe! Ah, deshalb bin ich gleich gestorben. Ich sterbe jetzt auch. Ich bin auch gestorben. Hä, der ist ja übelst OP. Hey, ich bin ein Geist aktuell. Ich bin auch. Was bin ich? Ich bin ein Geist mit einem Schlüssel. Grace ich auch, Key. Aber. Ich glaube, kann man das abbauen? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, ich abbauen mit Shiften. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ah, Death, da. Oh mein Gott, was war denn das? Lol, ich bin nochmal vom Blitz getroffen worden. Da ist der Blitzmensch. Oh Gott, hier ist ein Schokobo. Hallo, Schokobo. Hä? Was ist? Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Mage, meine Freunde. Das ist ein PvP-Projekt, wo man nicht schneiden darf. Und wenn man stirbt, kriegt man 10 Minuten weniger. Wir sind sehr gut in diesem Projekt. Also so ist es. Nee, das ist gerade echt ein bisschen überraschend. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit dem eigentlich messen können, ne? Ich glaube nicht. Was macht er in unserer Stadt? Also, keine noch Ahnung. Ist er ja nicht viel, also, Stadt. Aber das ist mega krass. Ich würde aber sagen, Ich brauche noch 650 Meter, bis ich wieder zu Hause bin. Also, du kannst doch durch das Portal laufen. Oh, welches Portal? Wo wir kannst am Anfang... Du kannst mich wiederbeleben, wenn du zu meinem Grab gehst. Schnell! Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wo dein Grab ist. Irgendwo da ist mein Grab. Ja, ich kann nicht dorthin. Ja, ich sterbe. Ich bin wieder tot. Ich kann da nicht hin. Ich sterbe instant. Okay. Ich kann dir die Coordinates sagen von dem, wo wir den Spawnpunkt haben. Das ist 30, 76. Ich weiß auch nicht, wieso du dort weggerannt bist. Ich bin irgendwo random gespawnt. Hä, echt jetzt? Ja, neben irgendeinem Häuschen da. Ja, eben. Neben dem Steinhaus, oder? Aha. Kannst du reingehen? Boah, Klimmer, okay, warte kurz. Wer bist du denn, bitte? Welches Portal denn? Ja, dort hinten, wo wir jetzt das erste Mal in die Stadt gegangen sind. Aha. Das ist schon vergessen. Okay, willkommen bei Minecraft Mage. Wir sind sehr gut in diesem Spiel. Also zieh das schon, aber ich anscheinend nicht so gut. Also ich merke gerade nicht so nice. Jetzt habe ich schon wieder wegen dir 10 Minuten verloren. Aber gut, spielt ja wie gesagt in dieser Woche noch nicht so. Wieso wegen mir? Und wo ist das Portal? Hier ist kein Portal. Dort ist doch so ein Stein in der Mitte. Boah, Clem, Alter. Oh Junge, hier ist nirgendwo ein Stein. Hier ist 100%. Hab nichts gesagt. Und, warum habe ich einen Schlüssel dabei? Hä? Weiß ich nicht. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Ah, mit dem musst du rechtsklicken auf dein Dings und dann kannst du wieder reingehen. Also bekommst du dein Stuff wieder zurück. Da ist auf jeden Fall mein Stuff. Alter, Clem. Du bist ein Profi in diesem Spiel, muss man sagen. Hab mein Zeug wieder. Ich finde das so lustig. Okay, eigentlich war unser Plan, das kann ich ja mal kurz sagen, wir wollten Farmen geben, wir dürfen nichts rausschneiden, aber wir dürfen Sachen verschnellern, also es upspeeden. Und wir haben uns gedacht, da wir in der ersten Woche sind und die Montag schon abläuft und wir noch Zeit über haben, jetzt nicht mehr so viel, aber wollten wir mal einfach eine Viertelstunde Farmen gehen, das für euch ein bisschen schneller machen, mit Musik unterlegen, schätze ich mal. Und dann mal gucken, was wir haben, so ein bisschen Eisen und so wäre ganz praktisch eigentlich. Genau. Das stimmt. Ein bisschen Stuff zum normal anfangen. Du hast noch gesagt, ich kann hier auf die Map gucken. Okay, so groß ist unsere Stadt. Ja. Alle diese Chunks sind von uns geclaimed. Also hier so. Das ist unsere Stadt. Das ist echt groß. Also das habe ich kleiner gedacht. Also ich dachte, das ist kleiner. Nee, wir haben und relativ große Stadt. Guck mal, da oben sind Slime-Blöcke. Das ist auch noch gut. Cool. Wollen wir direkt anfangen mit dem Farm? Ja, ich habe mir gerade eine zweite Wutschaufel gemacht. Okay. Eine Wutschaufel? Ja, wollen wir da hinten anfangen? Wir haben da hinten nämlich schon so einen kleinen Eingang. Wenn wir dorthin gehen können, ohne dass wir wieder sterben, ja, weil ich habe halt. Direkt hier drüben. Hier ist das Eisenschwert. Cool, nämlich. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der uns direkt wieder tötet. Das ist nämlich gefährlich, Freunde. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen hier, bauen uns hier einfach runter. Und. Okay. Dort habt ihr das Dings gefunden, ne? Ja, genau. Hier ist Zeug drin, so ein bisschen Krams, Gedöns. Okay, cool. Was habt ihr denn da Vegetable. So gefunden? Ja, einfach so ein bisschen Eisen, ein bisschen Gunpowder und sowas halt. Ja, finde ich krass. Und ich hab auch schon Kohle für Fackeln. Warte, ich gebe dir mal 3 Kohle ab. So, das war die Hälfte von meiner. Boah, jetzt läuft der Laden hier mit 3 Fackeln. Und dann bauen wir uns einfach mal hier runter, würde ich sagen. Leute, viel Spaß mit der Timelapse, schätze ich. Ja!
Alter! Wie lief's? Was geht ab? Ich seh schon. Ich hatte irgendwann zwischendrin keine Spitzhacke mehr. Und dann habe ich so übelst viele Monster gekillt hier, weil ich kam hier hoch und es sind nur. Ich kann dir zeigen, genau wie ich hier stand. Ich hab's gesehen. Hier so. Hier, oder? Und dann so eingebaut. Hier. Und dann. Richtig ist schlecht so. Einfach nur. Hast du also nicht gefarmt? Nur halb. Also ich hab viel Kohle und ein bisschen okay. Eisen habe ich jetzt und ein Gold. Ein Gold. Der hat aber ein Monster gedroppt. Stimmt, ich hab das Gold nicht abgebaut. Ich hatte auch noch Gold gesehen. Weißt du, was ein bisschen Minus ist bei uns gerade? Oh, Essen, was denn? Ne? Dass ein Skelett ankommt und mich gleich killt? Das ist auch nicht gut. Warte, ich kann dir nicht mal helfen. Ich kann nicht mehr rennen. Oh, Mann. Ah, hier ist aber zum Glück was zum Essen. Warte. Das Skelett brennt schon. Kriegst du es hin? Oh, nee, da ist auch ein dreckiger Creeper hinter dem Skelett. Bin weg, tschüss. Ah! Lol, hier wurde mit Agricraft gearbeitet teilweise. Ich baue das ab und dann ist hier Agricraft verwendet worden. Lol, voll der Otto. Oh, ein bisschen was tricky, passiert? Alter. Ich glaube, das Skelett kommt hier rein. Ich glaube, das Skelett ist gerade gestorben. Renn doch einfach weg. Oder kannst du es nicht? Ich wollte das Skelett halt töten. Das ist gestorben. Okay, nee, never mind. Alles cool. Das ist gefährlich, ne? Nee, ist alles cool, Jackie. Okay. Okay, alles cool. So, ich habe jetzt hier spannend. Mal Agricraft verwendet. Ey, das ist cool. Habt ihr das in der letzten Folge gemacht, Agricraft schon? Nö. Vielleicht hat Skate es gemacht. Gute, wo bist du gute überhaupt? Möglichkeit. Ich bin hier beim Feld, wo angebaut wurde. Ah doch, das hat Skate gemacht. Ja, aber ich wollte jetzt hier auch in der Stadtmitte was anbauen. Ich habe nämlich eine Hoe bekommen von einem der Monster. Ich habe 33... Hä, wie macht man... Da kann man hier direkt man ein Feld kann kein Stadt. Brot mehr machen? Wahrscheinlich anders. Hä? Wahrscheinlich ist das alles ein bisschen schwieriger gemacht worden. Als ob man kein normales Brot craften kann. Hä, warum ist meine Spitzhacke schon kaputt? Dann bringt mir das ja gar nichts, dass ich das geerntet habe. Oh Mann. Ich habe kein Holz. Wir brauchen auch Holz. Mann, ich habe wirklich gar kein Holz mehr. Gar keins? Nur null. Ich brauche zwei Sticks. Ich habe hier Raspberry. Wo bist du denn überhaupt? Hier beim Feld immer noch. Ich weiß nicht, wo das Feld ist. Ich wusste nie, wo. Ach, da hinten. Ah, hier. Daraus kann man Brot machen. Okay, cool. Daraus kann man tatsächlich Brot machen. Kannst du mir, Leute, das trägt neben mir. Kannst du mir zwei Sticks geben, bitte? Zwei Sticks? Ja, oh, hier sind's. Chili Pepper, geil. Erstmal Chili. Ja, kannst du hier nehmen. Scharf. Hä, wo ist jetzt mein, wo ist das Zeug zum, hier ist das Zeug zum Brot craften. Brot? So, zum Bread craften. Ich hab drei Stück, Alter. Läuft bei mir. Ein Highlight der Folge. Was pflanzen wir hier überhaupt an? Ich weiß es nicht. Ich komme und helfe dir gleich. Okay. Ich möchte aber noch ganz kurz hier ein paar Öfen aufstellen und das Zeug hier schon mal braten, was ich in der letzten Folge noch zusammen mit Items gemacht habe. Dann, wenn er online kommt, denkt er dann so, what the fuck, was ist denn hier passiert? Hat da der Zinutz geholfen? Und dann sage ich ja. Und ich stelle hier schon mal Fackeln auf, so in der City, dass wir ein bisschen was sehen. Das ist auch gut. Und vor allem, dass auch nicht so mega viele Monster spawnen. Ne? Ja. Das ist natürlich eine super Sache dann auch. Ja, Leute, ich bin echt mal gespannt, was ihr vom Projekt auch haltet. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf dieses Projekt freut hier. Einfach mal so wieder ein bisschen oldschool auch, kann man sagen. Ne? Also das ist auf jeden Fall echt gechillt hier. Wieder mal so ein bisschen ohne Cuts und so. Das ist schon speziell. Zumindest bei mir. Ich habe jetzt sehr, sehr oft gecuttet. Du ja auch, Clem, ja, oder? Wie also es bei dir aus? Ist eigentlich bis jetzt kein Projekt ohne Cuts gewesen in letzter Zeit. Man gewöhnt sich es auch so ein bisschen ab, im Fluss zu sprechen die ganze Zeit. Ja, aber vorher, ja, oder permanent was zu sagen. Das ist auf jeden Fall so. Also vorher hat man halt, oder wenn wir nicht cutten, also wenn wir cutten können, gibt es halt wieder Momente, wo man nichts sagt. Und jetzt hier muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, so permanent auch was zu erzählen. So nicht, dass man irgendwas konzentriert macht und dann nichts sagt. Was hast du gefunden? Ein Häschen ist da hinten lang gehoppelt. Eine Häschen? Ein Haso.
Ein Hason? In Magé. Okay. Magé. Ich finde den Namen Magé einfach dumm, Alter. Ich finde, Mage klingt so. Und Magé klingt wie. Ragweed Seed. Ödel was? Was ist das denn hier? Annual Ragweed. Was kann man denn essen hier? Hier sind Berries, die kann man irgendwie essen. Kann man ja, hier einpflanzen? Ich glaube, du kannst schon einiges essen. Kann man das vercraften irgendwie? Aha, Kokopedia. Okay. Interessant. Klim, brauchst du auch eine Eisenrüstung? Eine Eisenrüstung? Ja, wäre ganz cool eigentlich. Also ich wäre nice to have eigentlich. Chestplate brauche ich jetzt nicht, habe ich ja noch schon, aber ansonsten. Ich brenne hier auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen durch. Also ich habe noch, ich habe sehr wahrscheinlich nicht mehr genug, um noch mehr davon zu machen. Ganz kurz, was brauchen wir denn, um Brot anzupflanzen jetzt? Brot, ich komme und helfe dir. Ich habe nämlich genau das vorhin gefunden, was Brot ist, also was man für Brot braucht. Weil wir müssen hier anpflanzen. Hier, das Teil Projekt hier. Übrigens, dass du mir dann auch, dass du fragst, ob ich was brauche und dann mir nichts gibst. Von was? Eisenrüstung. Von Eis? Ich habe nur das jetzt gerade gemacht. Ich mache dir gleich noch mehr. Ist okay. Hier, guck mal, hast du noch Knochen? Das Teil hier brauchen wir. Also ich habe 21 hier, Knochen. Ich habe 63 hier, Knochenmehl, was gut ist. Weil, ja, dann kannst du das mal vermehren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert bei AgriCraft. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Wir brauchen mehr Holz. Das breitet sich ja aus. Wir brauchen ja eigentlich nur ein Seed und dann breitet sich das aus instant. Weißt du, wie ich meine? Ah ja. Ich kann mal ein bisschen Holzfarmen gehen. Ja, ich kann hier einfach Rechtsklick drauf machen. Das funktioniert auch schon. Da kriege ich auch schon ganz viel Brot raus. Ja, Brot, aber noch nicht, dass wir es züchten können. Aha. Weißt du, wie ich meine? Wir brauchen noch ein bisschen was, damit wir das züchten können. Und dafür ist AgriCraft halt ganz gut. Brauchen wir dafür auch Bonemehl? Nein, braucht man nicht. Okay, gut. Ja, du kannst es hochzüchten. Mit Bone Meal, dann funktioniert das, also geht das Ganze schneller. Ich habe jetzt 21 Brote gemacht. Das ist echt gut, dann kannst du mir auch ein bisschen was abgeben. Nee. Wieso? Was ist da hinten eigentlich? Wir haben da irgend so eine Festung. Wir haben einen Dungeon dort. Das ist ein Dungeon. Und da ist so ein kleines Pinöppel. Ich glaube, ich gehe da mal kurz hin. Das wirst du niemals überleben. Es ist nur so ein kleiner Pinöppel, was soll das schon sein? Der? Ja, keine Ahnung, was das ist. Wir haben auch nur noch 3 Minuten Zeit, ne? Oder 2 Minuten Zeit. Das genau, ist halt echt krass. Das kann man noch sagen. Wir werden die Folgen immer so circa um 15 Minuten machen. Hallo? Und werden das natürlich auch streamen, also auf jeden Fall auch Twitch auschecken, weil da werden wir natürlich auch aktiv sein. Hier ist irgendwo ein Schaf. Ziemlich cool. Wie heißen diese Sticks von AgriCraft? Ah, hier, Crop. Genau, Crop. Ich habe noch so ein Shelter gefunden, Alter. Was ist denn das? Das, was wir da hinten auch schon gefunden haben mit den Items und so. Geil. Yeah. Okay, ich breche mal ein. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Ah, teilweise sind die Crafting-Rezepte so ein bisschen verzögert. Das ganze Zeug kannst du hier nochmal abbauen eigentlich. Alter, übel viel Gold. Echt? Nimm mit. Ja, und Bones und so. Ich nehm mal alles mit. Ich klaue hier alles. Ich baue das hier mal an, hier das Feld. Dann haben wir auf jeden Fall zu essen hier alle. Das ist eine super Sache hier. Eisen. Dann kann man hier hingehen und sagen, ey. Ey, wir haben Essen. Alter. Das Ding ist, es hat sich gerade, glaube ich, was random. Es spawnt random was drin, ne? Wo? Hä, wenn man die Sachen von Agri. Das ist so geil. Es wird random was reingespawnt, also was wächst. So random. Das habe ich gar nicht reingemacht. Ich habe jetzt nicht so geilen Zeugs bekommen, aber ich habe noch 2 Eisenschwerter. Die kann man ja. Kannst du eine Truhe mal da aufstellen, dass ich mal so ein bisschen Brot und so da reintun kann für andere Leute? Ich habe leider gar kein Stuff, also gar kein Holz mehr. Okay, ich mach mal ganz kurz. Wie viel braucht man für eine Truhe? 2 Holzblöcke, ne? Ja. Wie funktioniert das? Was? Hä? Man kann. Das geht gar nicht. Was denn? Dass man das mit AgriCraft macht. Man kann diese Seeds nicht in AgriCraft reinmachen. Okay. Okay, das ist echt schade. Dann habe ich das jetzt hier alles umsonst gemacht. Ja, du kannst ja Seeds nehmen, die nicht von AgriCraft sind. Ja, die Frage, aber da kriegen wir ja kein Brot raus. Ja, aber andere Lebensmittel. Ja, das ist möglich. Ich kann mal hier so eine Reihe anpflanzen, so, weißt du? Mit AgriCraft, aber das ist ja mega, das ist mega schade. Verstehe ich auch nicht ganz. Vielleicht wäre es richtig praktisch, wenn wir noch Kisten irgendwie machen würden. Hierhin. Ich mach hier eine Kiste, da stelle ich drauf. Gemeinschaftskiste. Das wäre nicht schlecht. Alle rein, alles raus. Okay, ich baue hier hinten noch ein paar Bäume ab. Hier ist ein Pferd, ne? Ups, wird wieder Nacht. Vielleicht sollten wir uns auch direkt dann mal um Wolle kümmern oder sowas, dass wir auf jeden Fall schlafen können.
Ja, ich packe auf jeden Fall schon mal mein Ohr in die Gemeinschaftskiste rein und so. Ich finde auch gut, dass du laggst. Lag ich auch? Ja. Das ist ein super Zeitpunkt, die Folge zu beenden, würde ich sagen. Das ist echt gut. Ich wollte eigentlich noch eine Kiste machen. Können wir das noch kurz machen? Obwohl, es wird Nacht, ne? Ja. Es wird ein bisschen risky. Lass hier an der Stelle auf jeden Fall die Folge beenden. Ja. Ich würde auch sagen, ich logge mich hier direkt aus. Leute! Ja. Das war schön. Ich finde, das hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge von Minecraft Mage. Die kommt bei uns beiden dann morgen, ne? Ja, genau. Ja, deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Minecraft Mage. Ciao. Macht's gut. Und droppt ein Like.